der Iman in der Definition der Ahl-Sunnah ein Komplex ist, bestehend aus mehreren Komponenten. Das heißt, es ist nicht ein, es ist, der Iman ist nicht ein, ein einfaches Gebilde, bestehend aus einem Komponent. Der Iman ist ein Komplex, bestehend aus mehreren Komponenten. Oder sagen wir so, der Iman ist die Gesamtheit mehrerer Komponente. Und er kann nicht bestehen, wenn eines dieser Komponente gänzlich ausfällt. Und wenn wir das ganz kurz und knapp ausdrücken wollen, dann sagen wir einfach Al-Iman, Qawlun wa Amal. Das heißt, der Iman besteht aus Qawl, aus den Aussagen. Und interessanterweise sagen die Ahlul Ilm hier auch, es gibt hier Aussagen des Herzens und verbale Aussagen der Zunge. Mit den Aussagen des Herzens sind Einsichten gemeint, Erkenntnis, Bestätigung und Affirmation. Und die Aussage der Zunge ist dann selbstverständlich die verbalen, das verbale Geständnis. Und wenn wir dann zum anderen Teil kommen, zum Gegenstück, nämlich den Al-A'mal, also die Handlungen, da sagen sie auch, es gibt die Handlungen des Herzens und Handlungen der Körperglieder, wie das Gebet, der Hajj und so weiter. Was sind die Handlungen des Herzens? Übrigens, eine Randinformation, dieser Fakt, dass der Iman eben ein Komplex ist, erwähnen selbst die Muhaddithun in ihren Hadithbüchern. In den Hadithbüchern wird das übernommen und angesprochen. Wir sehen das zum Beispiel im Kitabul, im Sahih al-Bukhari. Diese Hadith-Sammlung hat al-Bukhari ein sogenanntes Kitabul Iman. Das heißt, ein, nennen wir es mal Kapitel oder nennen wir es einen größeren Abschnitt, in dem er über den Iman spricht. Beziehungsweise verschiedene Überlieferungen über den Iman anführt. Darin finden wir ein Kapitel, das nennt er wie folgt, er sagt Kitabul Iman wa Babu Qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam Buniyal Islam ala khams. Das Buch des Iman, das Buch des Iman und das Kapitel über die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Islam basiert auf Fünfen. Der Islam stützt sich auf Fünf. Und dann sagt er was Interessantes. Er sagt وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. Und er, der Iman, also das ist noch die Kapitelüberschrift, وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ besteht aus Aussagen, also der Iman besteht aus Aussagen, hiermit sind auch die Überzeugungen gemeint, und Handlungen. Er nimmt zu und kann abnehmen. Und dann führt er einige Verse aus dem Koran diesbezüglich an.